Folge 89 in Borderlands 2. Wir stehen kurz davor, Jack möglicherweise umzubringen. Wir wissen es ja nicht. Jedenfalls wünscht sich das die hiesige Bevölkerung. Die hiesige Bevölkerung, ja. Sah. Ich bin ein wortgewandter Mensch. Ich bin quasi der Gepard der Verbalisierung. Ja. As you can see. So, Level 35, Level 50, Level 37. Also ich habe hier nichts dabei, was wir noch irgendwie verwenden können. Nee, ich auch nicht. Moment, oh, Robert hat sich mal wieder eine neue Haarfarbe zugelegt. Ja. Sieht ganz schön schön aus. Clappy! Zeit, die Sache zu beenden, Untertan! Wir treffen uns in Iridium Blight! Sehe ich genauso. Geht's ein Gang. Hast du dir verdient! High Five! So gefällt mir das! Ist ja geil. Der war der Einzige, der uns nichts gegeben hat, ne? Hey, doch, der hat mir einen High Five gegeben. Ja, aber nur dir. Ja, aber das war ja schon mal besser als alles, was wir von den anderen bekommen haben. Außerdem könntest du das mit Q triggern. Also rein theoretisch, laut Hauptlisten müssten wir jetzt Richtung Iridium Blight. Dann haben wir dann noch eine Nebenquest. Ja, da müssen wir nämlich auch nach Iridium Blight. Oh, das trifft sich ja gut. Es ist quasi herausragend, habe ich recht. das erinnert mich so sehr an Asterix bei den Briten mit dem T-Fox. Der hat auch so geratet. Kennt ihr das? Nee. Echt mich nicht? Erinnert das eher an Pre-Sequel, da hat man nämlich so eine Quest, da hat es ja noch geredet. Ja, ne, da habe ich wahrscheinlich die Geschichte auch schon mal erzählt. Kennst du echt nicht Asterix beim Briten? Hörst du das? Tatsächlich dieses nicht, ne? Knistern in der Luft, wenn man jemand unbedingt umbringen will, habe ich lang nicht mehr gespürt. Tu alles, um ihn davon abzuhalten, den Krieger zu wecken. Selbst wenn du mich dazu töten musst. Lieber tot als eine alte Jungfer. Ach du Liebe. Und ich treffen dich am Heroes Pass. Sieg oder Niederlage, wir beenden das gemeinsam. Oh, jetzt schaffen wir es nicht, Slap. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich eine Menge Spaß hatte. Sehr emotional, sehr heroisch. Das hat bei sowas immer Spaß. Slap. Nein, das ist ja gar nicht die Hupe, das ist Aussteigen. Was war denn hier nochmal die Hupe? Hup, hup. Oh, nicht bei E? Nee, E war Aussteigen. Ja, oh, verdammt. Das ist wieder getan. Oh, Entschuldigung. Hier. Ich weiß, ich weiß es nicht. Warte. Y. Nee. Doch, du hast so gehuckt. Echt? Dann höre ich das bei mir nicht. Schade. Oh, das ist natürlich schlecht. Weg da. Weg da. Blöde Loader. Hast du mich gerade besoffen genannt? Kann ja, sein, ich ja. Bin schon mir besoffen. Vorher ein Bier bei, vorbeizubringen. Es tut mir leid. Möchte auch sein. Weißt du zufällig, ob wir die Nebenquest hier schon machen können oder ob wir da erst ins Hauptquestgebiet müssen? Nee, wir müssen jetzt hier rechter Hand wieder in das Kampfareal. Ah! Also quasi ja. Völlig losgelöst von der Hauptquest. Oh Gott. Yeah. Darf ich zur Abstimmung bringen, dass das ein Strich war? Ich dachte mir, dass sowas kommt. Wo habe ich denn nur meinen Stift? Oh, ich habe gerade keinen zur Hand. Es wird langsam schwierig, weil wir jetzt schon die ersten Striche abgebaut haben. Ja, wie machst du denn das jetzt? Am Wochenende Currywurst essen. Habe ich mir noch nicht überlegt. So, ich habe einen Stift. Ich habe es mir aufgeschrieben. War das jetzt eigentlich ein Ja? Ich habe Kevin nicht zustimmen gehört. Es ist ja, war's. Ein Ja. Okay. So, Robert hat 4 abgebaut. Willkommen in meinem bescheidenen Land. Damit hat Robert noch 11, oder? 12. Kevin hat 3 abgebaut, damit hat er noch 3. Und ich habe auch 3 abgebaut und habe mit dem heutigen auch noch 3. Naja. Naja. Ist ein guter Wert. Hier gibt's noch ein Schild, das hat immerhin 2700 und
Und? Jetzt gibt's das nicht mehr. Das hab ich gemerkt. Also ich wollte sowieso nie zwangsläufig, ich wollte es erstmal vorlesen, aber... So, nee, dann gibt's noch ein Schild, das hat 3300, das kaufe ich mir jetzt mal. Hä? Ah, wer nicht richtig guckt, hat echt. Das war weiter unten. Achso, das fand ich aber nicht so gut, weil das andere hatte 950 Gesundheit. Ja, naja, mein Gott, das ist halt dann so. Bist du bereit für die zweite Runde? Ja, ich dir dein Leben. Sind wir. Zeit für Wunder Action! Hoppla, Ist schon okay. Komm, ich wollte die sowieso für euch aufheben. Ich schätze, wir können nämlich alle beide schon viel eher kaufen. Oh, du bist so ein Samariter. Weil Kevin einfach so imber ist. Im Gegensatz zu Matze, der den ersten Spruch hatte, der wäre richtig hinkommt. Jetzt bleibt dein DT oben, ha? Netter Koop-Spieler, der für seine Mitmenschen kämpft. Kämpft. Immer diese glorifizierenden Selbstdarstellungen hier. Gleich beginnt die Runde. Ich werde orale Unterstützung geben. Tritt Arena ein. Oh nee, das ist ein Strich. Was für den Ansager? Achso. Das ist ein Strich für den Ansager, ganz ehrlich. Das ist ein Strich für den Ansager, okay. Wenn wir damit jetzt anfangen, wird es tatsächlich kritisch. Die Frage ist, wer baut die denn ab? Nie. Niemand. Der Entwickler, wenn sie ein gutes Spiel rausbringen. Matze wird gleich sterben. Niveau. Ich war schon immer ein Profi. Du beschwerst dich über meine Glorifizierungen. Juhu, Yuri! Was quietscht denn hier so? Uah. Beruhig dich. Brauchst du Hilfe, Kevin? Mhm. Das weiß ich auch noch nicht. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, sagt er. Ja, ich weiß es noch nicht. Nee, doch nicht. Ich respawne heute nicht. Ich brauche vielleicht auch keinen. Na gut, aber ich nehme es trotzdem. Besser man hat, als man hätte. Das ist richtig. Schön da steht. Da hast du völlig recht, lieber Kevin. Ich will tun, du. So, wir haben Kriege. 5 Hyperions mit kritischen Treffern gesehen. Fehlen noch 10. Du kriegst, du Elender. Ja. Das ist natürlich blöd. Die Roboter sind natürlich extrem schwer mit kritischen Treffern zu treffen. Aber bei den Soldaten ist das machbar. Wenn da mal sein Schild wegnehmen würde. Er hat mich gehauen! Was ist denn das für einer? Da hat mich gehauen! Ist das doch ein Bullloader, ja? Die sind ein bisschen aggressiver. Nee, nicht der Bullloader, der Ironloader hat mich gehauen mit seiner Elektrode. Nee, solche Sachen passieren im Leben. Oh Mann, du, ey! Warte, ich brauch keine Hilfe. Seid ihr dort hochgekommen? Spring! Echt? Nimm den mal hier unten. Ja, sterbt alle! Bitte. Ach da! Immerhin 7 haben wir schon. Das ist fast die Hälfte. Yo, yo, yo! Deine Ziele an. Tödliche Gewalt autorisiert. Kritische Fehler. Bitte falsche Strecke. Fehler Abschaltung der Einheit. Halt mal still. Das Skill macht sich richtig bemerkbar, den ich erst ausgewählt habe. Das
freut uns sehr. Regeneriere jetzt Gesundheit, wenn ich ein volles Magazin habe. Und das wesentlich schneller, als ich dachte. Dann versuchen wir schon gerade wieder on. Ich bin gerade auf dem Desktop gelandet und das hat meine Aufnahme beendet. Deswegen dieser kurze Folge-Interrupt, den ich jetzt gehabt habe. Ich weiß nicht, warum der mich jetzt auf den Desktop geschmissen hatte. Der meinte wahrscheinlich, ich habe ihn lange nicht gesehen. Huhu, so sehe ich aus. Aha. Er hat gesagt, kannst du mir doch vorbeigucken. Hab's gemacht. Ich hasse Kammerjäger. So, fall um, du blöder Ingenieur. Ah, denk dran, Robert Headshots, ne? Das kann ich nicht garantieren, ich schrutz drauf. Oh Mann! Oh was? Oh was? Ich bleib weiter drauf. Warte, ich mache hier gerade Sniper-Action, damit ich auch einen Griff treffe. Ja, ah, ne, ich hab ihn getroffen, aber es hat nicht gezählt, for some reason. Granate los! Vielleicht hat er ja seine kritischen Stellen auch ganz anders. Nee, der hat jetzt gezählt. Schilde verloren! Oh, das gibt's nicht! Du, ich hab ne extra in Ruhe gelassen. Ja, da ist an der Säure verreckt, die Mist. So, na, vier fehlen noch. Ich hab genug von dir. Und eine Welle haben wir ja noch, das sollte ja machbar sein. Und wieder daneben, ey, sind wir schlecht. Naja, wie gesagt, eine Welle haben wir doch. Oh, knapp drüber. Na bitte. Oh, hab doch keine Welle mehr. Ja. Naja, dann waren wir halt zu schlecht. Ist ja nie so schlimm. Du schlecht. So, kommt ihr alle? Bin da. Go, go, go! Wie viele Runden gibt's denn bei denen hier? Ich glaube 3 oder sogar mehr. Also, wir müssen jetzt nicht alle machen. Aber so kurz so zum Einstreuen, mal ein bisschen rumschnetzeln, macht schon Spaß. Nehmst du trotzdem mal an? Einfach mal muss man haben. Ja, nicht wahr. Ich würde jetzt aber, ehrlich gesagt, fast sagen, wir treten die Hauptquest an. Aber hallo. Aber hallo, sagt er. Hallo. Hallo. Ja, wir können ja auch innerhalb der DLCs dann nach quasi relativ frei wieder hier zurückreisen, wenn wir sagen, wir haben jetzt mal Bock. Robert, kannst du mal bitte ein bisschen vernünftig sein? Ich versuche hier tatsächlich qualitativ hochwertig zu moderieren. Und das warst du? Auerhalle. Auerhalle. Das torpediert meinen kompletten Versuch, hier ein bisschen Niveau reinzubringen. Pass mal auf. Oh Gott. Jetzt geht's los. Hey, ich kann so lange weitermachen, bis du sagst, oh Robert, dann bist du richtig genervt. Echt jetzt? Ja. Wusste ich noch gar nicht. Aber das sagt er relativ häufig. Ich müsste, glaube ich, mal die Frau Geißen engagieren, dass sie immer dann sagt, Robert! Nee, du kannst es nicht so gut. Ja, ich bin ja auch nicht die Frau Geißen. Glück. Aber ich übe. Ja, danke. Und eines Tages muss ich fertig machen. Ich glaube, völlig falsch. Aber ist cool. Kann man da falsch laufen? Naja, ich dachte, wir müssen nach Arid Nexus. Nee. Aber ist ja gar nicht so. Ja, auf jeden Fall ist das immer so das Anzeichen für mich, wenn es dir wirklich fast zu viel wird. Ach so. Ach, du hast mich da so dahingehend schon analysiert. Ja, er hat ja genug Zeit. Ha. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das mag, aber wenn du dann aufhörst, mich zu nerven, hat das ja durchaus seine Berechtigung. Ja, aber ich merke auch, ob du es spielst, ob du es ernst meinst. Ja, na gut, ich bin ja auch aus gewissen Gründen nicht in Hollywood angestellt, ne? Bin ja kein Christoph Waltz. Ach, da freue ich, also das ist eigentlich fast ein Grund für mich, den neuen James Bond zu sehen. Warte mal, Rob! Was denn? Es kann vielleicht triggern, wenn du da hinläufst. Und was ist denn triggern? Ansatzweise hier. Was soll denn triggern? Wir müssen Claptrap treffen und da steht ein Meter vor mir. Ach so.
Ja, auf jeden Fall ist Christoph bald so der Grund für mich, um James Bond vielleicht doch anzugucken, weil ich bin eigentlich nicht so der riesen James Bond Fan. Ich finde James Bond jetzt auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Also hat mich Obwohl ich Daniel Craig mag. Ich finde Daniel Craig immer unsympathischer, ehrlich gesagt. Echt? Naja. Warum? Nachdem er letztens gesagt hat, er macht die Bond-Filme ja eigentlich nur noch wegen der Bond-Girls und er würde nur noch einen machen, wenn das, wenn das Gehalt stimmt, weil er eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf hat, dann finde ich das bei dem, was er verdient, schon relativ unsympathisch, so wie er sich dabei jetzt auch danach aufhören. Matze, du bist falsch. Ja, aber hier kommt ein Gegner. Der Kevin hat einen Kingmong angelockt. Ne, angelockt habe ich ihn nicht, der ist hier auf dem Weg. Ja, also... zusammengefasst, ja, Christoph Waltz wäre auch für mich ein Grund, aber ich glaube, dass es mich nicht ins Kino zieht. Ich werde vermutlich warten, bis der auf Netflix oder so einem Portal verfügbar ist. Ins Kino wird es mich definitiv zu Star Wars ziehen. Selbst da nicht. Nee? Hat die ersten Teile mal gesehen. Star Wars Freund. Ich fand, man kann es ja mal gesehen haben, einfach um mitreden zu können, aber hat mich auch nicht vom Hocker gerissen. Ich bin eh nicht so der Sci-Fi begeisterte Typ. Außer Halo, das hat aber eine Ausnahmestellung. Aber zumindest einen Film musste ich doch dieses Jahr nochmal kriegen. Ja, tatsächlich, Mockingjay Teil 2 würde ich gern sehen. Wusste ich. Weil ich da nämlich das Buch gelesen habe und den ersten Film gesehen habe. Natürlich wissen wir, wie es ausgeht. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie das Ende gestalten. Ja, ich auch. Na gut, wie es ausgeht, weiß ich ja schon. Ja, aber ich habe so das Gefühl aus dem Trailer, dass sie es wieder ein bisschen anders machen. Also, sagen wir mal, die Hauptstory war zwar immer gleich, aber so Kleinigkeiten waren immer anders als im Buch. Ich lass mich überraschen, mal sehen, wie sehr sie es verkacken. Oh Gott, ich höre mich an wie der Comicbuchverkäufer bei den Simpsons. Aber ich fand tatsächlich den ersten Filmteil am besten. Ja, geht mir ähnlich. Weil da war einfach noch alles neu und die Spannung drin und ja. So, wollen wir jetzt hier mal Claptrap treffen? Matze, naja, ich würde fast sagen, dafür sind wir alle hier, ne? Nö. Und wir müssen anreden, Kevin. Ich mach das mal. Jetzt geht's, Untertan! Der Tag unserer Rache ist gekommen! Kann man nie wissen. Reißen wir diesem Planeten den Arsch auf! Robert weiß es immer vorher. Hyperion wird es bereuen, jemals einen Fuß auf Pandora gesetzt zu haben! Untertan, ich werde diese Tür öffnen, damit ich diesen Bastard Handsome Jack selbst erledigen kann! Das will ich sehen. Hörst du mich, Jack? Du hast meine Freunde getötet! Du hast meine Modellreihe vernichtet! Ich bin der letzte existierende Claptrap! Und er steckt deinen Kadaver meiner Eier ins Maul! Waren wir das nicht? Bei der Claptrap-Revolution? Ja, Untertan! Ziehe Feuer auf dich, während ich mich zur Türsteuerung stehle! Und im Auftrag von Hyperion. Ja, das macht's aber nicht besser, oder? Nein, aber das weiß er ja nicht. Wird schon seinen Grund haben, Jack zu hassen. Oh, Fiend! Ja, jeder hat einen Grund, Jack zu hassen. Ich hab mich bei der Steuerung enttarnt. Lass mich diese Tür öffnen. Eine Tür? Glaubst du, eine Tür hält mich auf, Jack? Ich bin dafür geschaffen, Türen zu öffnen. Wetten, jetzt geht eine größere Tür zu. Zugriff verweigert. Ja, das war so klar. Ich sagte, und ich hab's nicht vorher gesehen. Und schließ ein paar andere Türen. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Nein! Nicht noch mehr Einheiten absetzen! Es tut mir leid, hübsche weibliche Stimme. Oh Mann. Ich will einen Verzichten, den Alarm abzuschalten. Gib mir Deckung, Untertan! Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Das war doch mit ganz am Anfang auch schon mal so eine Situation. Ja, so ähnlich schon, ja. Aber da wird nochmal ein Dialogfeuerwerk abgebrannt zum Grande Finale. Ich wollte gerade sagen, da hat uns Cortana geholfen, aber die hieß ja nicht Cortana. Nee, das wäre sehr verblüffend, wenn die uns hier geholfen hätte. Das wäre lustig. War, Angel. Aber wenn jetzt ein Jack hier wäre. Also nicht Handsome Jack, sondern. Aktiviere zusätzliche Türverteidigung. Geschütze eingesetzt. Aha. Ah, you mad, bro? Oh, das ist natürlich blöd mit Schild. Einheiten werden eingesetzt. Scheiße am Stiel! Da kommen noch mehr Bots!
Vorsicht, Rohrmorders, mein Freund! Ah, Scheiße am Spiel. Von den Geschützen. Ich hab ne Idee! Ich hänge die Geschütze, damit sie für uns kämpfen! Das wär cool! Zugriff verweigert. Komm schon, Baby! Nun sei doch nicht so! Gib mir diese Geschütze! Zugriff gewährt. Heilige Scheiße! Es hat tatsächlich funktioniert! Die Geschütze kämpfen jetzt für uns! Ich habe tatsächlich mal was geschafft! Oh, das sage ich auf Arbeit auch manchmal. Ach, ist das so? Natürlich. Aber ich denke mal, der Jack aus Gears of War hätte uns die Tür 0, nix aufgemacht. Das ist richtig. Jack, rip that door. Oh, 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 oh. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Ja, ne, super. Viele von den Kerlen sind denn da noch? Boah, badass. Das ist im Anmarsch. Also so richtig überzeugen kann der Claptrap gerade nicht mit seiner Fähigkeit. Naja. Hält sich arg in Grenzen. Da fand ich, hab ich in Pre-Sequel einen wesentlich besseren Claptrap. Aber auf jeden Fall. Hier, beruhig dich mal bitte, Badass. Ui, mich hat's ein bisschen wie erwischt. Na warte, krieg's hin. Boom. Was ist denn mit unserem Geschütz los? Komm. Nein! Hä? Wo ist Kevin? Ich war doch schon wieder belebt. Bleib hier, Kevin. Nee, den hat irgendjemand anders geholt. Nein! Come on! Ja! Ah, wir haben alle überlebt. Verblüffend. Verstärkung erschöpft. Endlich. Bist nicht das erste Mädel, dem das passiert. Hammer. Jawohl. Oh, Junge. Nein, Typ. Wir haben's geschafft, Untertan! Jack dachte, er könnte uns mit einer Tür aufhalten! Ha! Ich wurde erschaffen, um Türen zu öffnen! Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten, Untertan! Gemeinsam werden wir Pandora befreien! Ich werde dich in die Schlacht führen! Ich werde Handsome Jack mit bloßen Händen töten! Ich werde... Stufen? Nein! Das ist ja geil! Oh nee, so ein schöner Moment! Untertan! Du musst ohne mich weitermachen. Mach deinem Gebieter alle Ehre. Geil. Ich dachte... Mit dem Job, den ich dir gegeben habe? Verdammt, Jack. Okay, woher wusstest du, dass Treppen mein einziger Schwachpunkt sind? Außer Stromschlägen und Explosionen und Schusswaffen, Rostkorrosion, heftige Tritte, Viren, Beschimpfungen, Sturz aus großer Höhe, Ertrinken, Altersdiabetes, dumm angeguckt zu werden, Herzanfälle, Sauerstoffexplosion, Zurückweisung durch Frauen und Haustierallergien. Deine Brillanz wird nur noch durch deine Bosheit übertroffen. Ich dachte, was wartet denn jetzt für ein Riesending hier dahinter, aber dass das Stufen sind. Ich kann mich nicht weinen hören, wenn ich getarnt bin. Hier, bevor wir weitermachen, machen wir erst einen Cliffhanger aus der Hölle. Ich bin so allein. Ganz ruhig, Claptrap. Da zerreißt Matze ein bisschen das Herz. Ja. Ich kann das nicht ertragen. Ihr müsst für mich abmoderieren. Und mit diesen herzzerreißenden Worten von Claptrap und von Matze verabschieden wir uns von euch, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.